So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich. Ja, und was uns dann erwartet, machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert und wir sind drauf und dran. Das gute Zamazenta. Ne, zack, zack, Jan. Heute. Wie wir so stehen. Zamazenta haben wir schon relativ gut besiegt, aber Zacian wird nochmal eine andere Hausnummer werden, wahrscheinlich. Weil das Viech, das pusht sich, glaube ich, den Angriffswert. So. Gut, dann machen wir das so. So, ich muss mal kurz speichern. Und dann geht's los. Zacian betrachte dich ruhigen Blickes. Nimmst du das rostige Schwert zur Hand, um Zacian zu fangen? Yep. Right. So, Zacian. Will er angreifen? Zacians Blick wird entschlossen. Na, das ist putzig, jetzt hat es dann angefährt. Okay. Setzt sich mit Knirscher auseinander. So, damit die Versicherung dann eh nicht. Okay, theoretisch könnte es gefangen werden. Ich hoffe, dass es sogar schon mit dem Hyperball klappen würde. Ich glaube aber nicht. Natürlich nicht. Und es pusht sich weiter nach oben. Aber wir haben ja noch unseren Meisterball. Na klar. So, Level 67 immer Pico. In eine PC-Box. Pokémon mit Item verfrachten. So, und dann haben wir es. Wow, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat für dich würdig befunden. Wir wurden Zeuge eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Du da, Zackenschopf! Freundchen zuvorkommen, wie immer. Mein Bruder und ich werden für unsere Taten Buße tun. Führe uns sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst du uns ganz schön rum. Ach, was soll's. Kev, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast dir den Titel des Champs wirklich verdient. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich bitte in Zufrieden, ja? Ich habe da nicht ein Muster erkannt. Immer wenn du mich erinnern willst, ist Ärger im Verzug. Und wir hatten die letzte seltene Ligakarte. Und zwar die vom Netz. Professor Sonia. Ich kann von Ihnen nicht verlangen, dass Sie mir verzeihen, aber trotzdem möchte ich mich entschuldigen, dass ich Sie hintergangen habe und belogen habe. Anfangs hat mich das auch ziemlich getroffen, aber keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, schwamm drüber. Das sage ich einfach aus einer Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen konnte. Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Clowns erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Zamazenta nichts passiert ist. Ja. Hopp, ruft an. Also ich bin gerade... beruhigt dich doch mal. Hast du das gehört? Zamazenta ist jetzt auch bei mir. Wo bist du? Ich bin im Schlimmerwald und versuche Zamazenta zu bekämpfen. Beruhigen, wie auch immer. Kannst du mir zum Beispiel kommen? Ich kann dir deine Hilfe ganz gut gebrauchen.
Ich warte mit einer schlimmer Weile auf sich. Bis dann. Ha, bei mir scheint es ja wieder drunter zu gehen. Kannst du alles wie machen. Schätze ich. Ach, zack, er scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wir sollten seinem Zelt und Tab bis dann nicht allzu lange warten lassen. Los, auf zum Schlimmerwald. Okay, dann gucken wir mal. Wir sollen uns auf zum Schlimmerwald machen. Das heißt, erstmal nach Förlingham reisen. Dann ist das heute die letzte Folge, zumindest der Afterstory, weil das nächste, was noch ansteht, definitiv der Kampfturm. Wartet hinten im Wald auf dich. Soll ich dich hinbringen? Gut, auf geht's. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist wieder in Ordnung, hörst du? Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten. Ich glaube an dich. Immerhin bist du der Held, der die Gala-Region gerettet hat. Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch, ich wusste, dass du es schaffst. Du liebes bisschen. Hopp, du siehst ziemlich durch den Wind aus. Hi, da sind wir ja. Hey, gut möglich. Ich war so damit beschäftigt, Samas Hände zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen habe. Unglaublich, dass du einfach alleine losgestürzt bist, um den legendären Helden zu besänftigen. Ja, das war cool. Ach, findest du? Danke, Kev. Das bedeutet mir sehr viel. Was? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Was willst du denn hinter von dir? Ich glaube, es hat meine Talente als Trainer anerkannt und es möchte Teil meines Teams werden. Wirklich? Das ist ja großartig. Also wenn du es wirklich ernst meinst? Mal sehen. Und los. Mit einem Pokéball, natürlich. Aber jetzt haben wir Center gefangen. Ich muss schon sagen, jetzt war Center echt unglaublich. Ich kann eben selbst noch nicht ganz genau, was eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank dem ein neues Kapitel beginnen kann. Kev, ich habe eine Bitte an dich. Denk jetzt bloß nicht, dass ich Bettes nachhaben will, aber würdest du noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo alles angefangen hat? Im Schlimmerwald. Ja, das können wir machen. Die Frage ist, wir werden mit dem Team, was wir eigentlich so regulär haben. So, eigentlich sollte ich das ohne Probleme hinkriegen, wenn ich dann... Ja, doch, eigentlich schon, was kein Problem. Sollte das ohne Probleme klappen. Gut, dann kämpfen wir gegen ab. Der finale Kampf, liebe Leute, in Pokémon Schwert geht gegen unseren Rivalen, unseren Kumpel. Hopp! Kev, bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück, okay? Bist du soweit? Dann lass uns losgehen. Loslegen. So, was wird als erstes einsetzen? Zwolok. Okay. Da liege ich mit Motineva ein bisschen falsch. Also dann geht's los. Keine falsche Zurückhaltung. Dann gehe ich auf Kehrtwende. Er pusht sich mit Watteschild schon mal hoch. Das heißt, seine Verteidigung, ja. Verteidigung steigt drastisch. So, erstmal weg mit dem Peko. Ich überlege gerade, was ich machen soll. Ich denke, damit kann er sonst nichts machen. So. Steinnagel! Ich muss ja speziell angreifen. Er pusht wieder seinen drastisch heißt um 3 Stufen. Erdbeben. Ja, es ist. Gut, Kopfnuss bringt ihm nichts. Auch Risikotackle kannst du nichts machen.
Auch Doppelkick bringt dir nichts. Gut, dann kannst du nichts. Dann kannst du jetzt gar gegen mich überhaupt nichts machen mit deinem Zwolok. So, das war wohl ein Volltreffer. Ja. So, dann haben wir seinen Zwolok schon mal down. Ritzigel. Damit bleibt das auf jeden Fall auch bei Ordner toll. Mein Adrenalin war es immer, zu einem Bruder aufzuschließen. Doch jetzt, wo er nicht länger der Champ ist, fehlt mir ein klares Ziel. Ja, so ganz stimmt das leider nicht. So, dann pushen wir, hauen wir seinen Britzigel mal raus. Das ist schon mal weg. Ja, es gibt so viele gute Elektro-Pokémon, du siehst da so ein Schwächling aus. Wir bleiben 60 für Glurak. Relaxo. Du, Zania, geht euren Weg. Und ich hatte das Gefühl, dass ich wertlos bin. So, gucken wir mal. Relaxo. Einmal Aqua Durchstoß. Erdbeben. Ja, Relaxo ist vor dem, was ich eigentlich ein bisschen Angst hatte, weil ich weiß nicht, was er drauf hat. Ja, gut, Volltreffer, ne? Zieht halt doppelte Dings ab. Dann nochmal Aqua Haubitze. Fast komplett sein Dings weg. Aber der setzt jetzt den Hammer am Moment. Ich weiß gar nicht, ob er einen Rückstoß kriegt. Ja, verliert halt deine Initiative. Klar. Du kannst, während du eine Attacke setzt, noch eine Top-Genesung einsetzen. Ach Mann, wieso mal so ein bisschen, ey? Wieso eigentlich immer so ein. Nur so ein bisschen, was noch übrig bleibt, ey? Kann er den nicht in einem Zug machen? So, dann auf Lubella. Dann haben wir so ein drittes auch down. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass der jetzt mit seinem Dings kommt. Mit seinem Libalo kommt. Auch eine tolle Level 67. Ja. Gut, dann gehe ich wieder auf Ogner, toll. Doch dann habe ich zusammen mit dir und jetzt das Pokémon, die Pokémon gerettet. Da habe ich begriffen, dass ich anderen Leuten helfen kann. So. Da, mit Erdbeben drauf. Gut, Feuerball ist klar, dass du triffst, wenn du mich nicht killst. Jawohl, auch seit Libalo geht down. Frage ist, was hat denn der als letztes noch? Er hat ja jetzt 6 Pokémon, er hat ja vorhin die ganze Zeit 5 gehabt. Kramor, okay. Das heißt, ich gehe mit Glurak drauf auf Kramor. Kramor ist vom Typ Stahl. Stahlflug, um das mal zu nehmen. So. So, die Frage ist, was hat er als letztes? Ich gehe jetzt erstmal mit Flammenwurf auf das Kramor. Okay, das steckt weg. Er pusht sich mit Lichtschild. Gegen physisch oder gegen Spezialattacken? Ja, super. Das macht es natürlich noch viel mehr, noch schwieriger. Ah, da verliert auch. Jetzt kommt er mit seiner Scheiße da an. Geh mal rein da, oder was? Na gut, machen wir es anders. Ich habe schon noch irgendwo einen. Ich glaube, ich muss eine Prädesung wahrscheinlich ziehen, ne? Ja.
Weg mit deiner Verwirrung. Pusht sich jetzt im Bohrschnabel. Er verliert doch nicht das eine Rüstung. Ich muss das Lichtschild wegkriegen von ihm. So. Feuer. Feuerzahn drauf. Und damit ist Kramo schon mal down. So, ich hab das einmal alles durch von ihm. Die Frage ist, was hat er? Level 62 für Gugak. Gugak möchte Flammenblitz lernen. Das ist immer gut. Okay, dann machen wir es so mit Feuerzahn raus. Martin nehmen wir Level 73 und das. Oh, Zamazenta. Ich frage mich, was ist das für ein Typ? Drache? Ja. Weiß ich doch. Es war zwar irgendwie peinlich, aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Okay, ich komme jetzt mit den Texten auch nicht mehr mit. Sorry, ihr müsst die Videos so gut anhalten. So. Zamazenta! Wackerer Schild und damit pusht sein Verteidigungswert. Kann ich was erwartet? Wisst ihr was? Ich hau jetzt Inferno raus. Er setzt Psychobeißer ein. Jawohl. Und Inferno trifft nicht! Natürlich! Soll ich also mit meinem Inferno den Stick gehabt? Na gut, dann machen wir was anderes. Erdbeben! Natürlich kannst du Gedanken. Ja, Gigantenstoß einsetzen! Natürlich! So, damit hat seine rastlose Seele weg. Versuchen mit Toxin. Das könnte ja tatsächlich. Also da steht jetzt nicht was von dabei. So, dann pushe ich mit Toxin drauf. Boah. Alter, der setzt nochmal ein. Ja, nee, ist klar. So eine Mega-Attacke einfach ein paar Mal hintereinander einzusetzen. Ja, warum nicht? Also das Ding ist definitiv noch nicht gewonnen, weil ich noch nicht an zum Angreifen komme. Du Bella steckt es definitiv weg. Und es hat keine Wirkung. Es steht noch nicht mal dabei, aber es hat keine Wirkung. Mal Glurak einsetzen. Wieder rausholen. Ey, hör auf mit deiner scheiß Gigantenstoß. Das ist natürlich klar, ey. Ich muss jetzt scheiß Inferno mal durchkriegen, dann kriege ich den. Dann kann ich besiegen. Psychobeißer. Komm, jetzt überlebt das Glurak. Jetzt! Also, jetzt zieht nur die Hälfte der KP. Aber wir brennt. Und damit senke ich seinen Angriffswert. Damit kommt er schon mal mit seinem Psychobeißer nicht mehr so weit, wie er vorher war. So, weiter wieder auf. Aufpushen. Hm? Ah, das merkt man schon den Unterschied. So, dann gehe ich jetzt auf Flammenwurf. Weil die Attacke trifft safe. Und damit war's das. Yes. Wir haben ihn besiegt. Ja, normalerweise hätten wir jetzt unser Leger direkt ansetzen können. Aber ich brauche es nicht. Das ist zwar hart gewesen, aber wir haben ihn tatsächlich besiegt. Der gute Hopp ist besiegt. Dank dir und mein Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch noch was.
Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen. Du hast es echt drauf, Kev. Doch anders als früher macht meine Niederlage nun nichts mehr aus. Ich fühle mich trotzdem gut. Weißt du warum? Ich habe eine Unterhärung gefunden, die ich verwirklichen will. Ich möchte jemanden werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Der Gedanke kam mir, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wild gewordenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenslücken in Sachen Pokémon habe, aber und an Erfahrung mangelt es mir auch. Doch ab jetzt werde ich mich mächtig ins Zeug legen und büffeln, bis mir der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemordet haben, auf den Samir und du stolz sein könnt. Damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du, doch für mich wirst du immer mein Rivale bleiben. Genau. Einmal Rivale, immer Rivale. Rivalen fürs Leben, hä? Ach, die Jugend. So unbeschwert und voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Ich denke also tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind. Hm? Bitte? Ich bin ja wohl selbst auch quick, lebendig und spritzig. Aber hör mal, Hopp, was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistent anzufangen? Was? Ja, ich habe alle möglichen Brüder und Bücher und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt für jemand, der Pokémon-Professor werden will. Also könnte ich dir so mit auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Boah, da brauche ich nicht lange überlegen. Und ob ich das will. Aber kannst du mich auch überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage. Zumal ich ja jetzt niemanden mehr habe, der mir zur Hand geht. Auf dich warte jede Menge Arbeit. Moment mal. Du suchst also jemanden, der dir die Arbeit abnimmt? Naja, mir ist das recht. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und ich auch nicht, Kev. Und noch eine Liga-Karte von Hopp bekommen. So, die zwei Heidis jetzt wieder. Oha, oha. War dich ein fabelhafter Kampf. Und welch ein rührender Wortwechsel. Oha, oha. Mein Haar hat dich ein Tränchen vergossen. Schwert, Holt und Schilrig. Und Ness? Rotor, Bruderherz? Was wollt ihr denn an hier? Kein Grund, so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind nur hergekommen, um Kev die Ehre zu erweisen. Die beiden wollen sich partout nicht davon abbringen, das sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ja Nachkommen des alten Königshauses von Gala. Wie er aussieht, hat er echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Wursthauer damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hatte. Bruder, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall haben sie Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen. Das hättest du mal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Taten zutiefst. Aus purem Egoismus haben wir den Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Kev unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als Dynamax. Du wärst selbst als König geeigneter als wir. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Was begreift ihr nicht, dass Saki und Summer Center die wahren Könige sind? Nein, nein und nochmals nein. Wenn wir das Zepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an Kev. Je genauer ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie dich eine Aura der Berühmtheit umgibt. Komm, die beiden haben ja die Schraube locker, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben. Oha, schon so spät? Wir gehen noch bleiben, weil dafür müssen wir aufbrechen. Auf uns wartet ein großer Spielsroutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch unsere Tat Unannehmlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, Ade. Ah, wer hat euch so erlaubt, einfach so abzuhauen? Hab! Ja, was ist? Ich habe deinen Kampf gegen Champ Kev mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Man hat die Kluge rausgelassen und selbst mitgekämpft.